Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im letzten Kapitel sowohl Hiyori als auch ihren Retainer gesehen haben. Wer das ist, erzähle ich euch nach einem kurzen Intro. Hiyori ist die kleine Schwester von Momonosuke. Diese wurde von ihrer Mutter, soweit wir wissen, nicht in die Zukunft geschickt. Davon ausgehend, dass sie noch am Leben ist, müsste sie also ca. 25 bis 28 Jahre alt sein. Je nachdem, wie alt sie genau war vor 20 Jahren. Sie blieb in der Vergangenheit zusammen mit einem der Retainer, der vermutlich auf Hiyori aufpasst. Diesen Retainer haben wir nie gesehen, zumindest nicht sein Gesicht, denn dies hat Oda immer verdeckt. Doch wieso? Dabei gibt es nur zwei Erklärungen. Entweder kannten wir diesen Charakter schon oder wir lernten ihn in Kürze kennen. Und ich gehe von zweiterem aus. Etwa zur selben Zeit wurden wir mit einem Charakter konfrontiert, welcher sich selbst Kiyoshiro nennt. Er ist der Anführer der Yakuza und ein wohl starker Samurai. Er passt auch gleichzeitig auf Orochi und dessen Geld auf. Kurz vor Ende des letzten Chapters nimmt er sein Schwert in die Hand, gerade als Komurasaki vom Shogun angegriffen wird. Dies hat mich dazu gebracht zu denken, dass er der Retainer von Hiyori sein könnte, aber wieso? Naja, ich denke schon länger, dass Komurasaki Hiyori ist. Vom Alter her würde es passen. Ich denke, dass Hiyori niemals aus Wano Kuni entkommen ist. Sie hat eher einen Racheplan ausgearbeitet. Sie hat sich langsam aber sicher einen Namen gemacht, natürlich unter einem Pseudonym. Nur um irgendwann an den Shogun ranzukommen und diesen zu beseitigen. Komurasaki ist, wie wir bisher sehen konnten, sehr eng mit Kiyoshiro verbunden. Er beschützt sie. Was natürlich klar ist, wenn er der Retainer ist, der seit klein auf Hiyori aufpasst. Auch er hat sich einen Namen gemacht, um Kaido und den Shogun zu infiltrieren und sie von innen heraus zu vernichten. Jetzt fragt man sich, warum der Shogun und Kaido den Retainer nicht erkennen. Naja, der Retainer, den wir in den Flashbacks gesehen haben, war eher klein und dicklich. Kiyoshiro ist groß und schlank. Er könnte sich einfach verändert haben. Oder aber, er war damals sehr jung, vielleicht so um die 16 Jahre alt. Damit wäre er heute 36. Und zwischen dem Alter von 16 und 36 verändert sich das Aussehen doch schon etwas. Kiyoshiro glaubt auch seltsamerweise entgegen aller anderen an die neuen roten Schwerter, die von Toki vor 20 Jahren prophezeit wurden. Dass er sagt, er möchte sie töten, könnte einfach nur eine Aussage sein, um nicht aufzufliegen. Es könnte aber durchaus auch was dran sein. Wir wissen bis dato nicht, warum Hiyori und der Retainer nicht in die Zukunft geschickt wurden. Möglicherweise hat sich Toki so entschieden, ein Kind zu opfern, um ein anderes zu retten, weil sie es so in ihrer Prophezeiung gesehen hat. Vielleicht eine Art Observationshaki. Hiyori alleine gelassen. Es kümmerte sich nur noch Kiyoshiro um das kleine Mädchen und konnte über die Jahre hinweg einfach nicht verstehen, wieso Toki ihre kleine Tochter sich selbst überließ. Möglicherweise hatte daraus eine innere Wut gegenüber Kinemon, Momonosuke und Co. entwickelt und möchte sie wirklich töten. Aber das ist nun mal ein kleiner, interessanter Gedanke, den ich hege. Hiyori sagte im letzten Kapitel, sie sei die Tochter eines Kriegers und dürfe sich niemals ergeben, geschweige denn auf die Knie gehen. Genauso wie auch Oden nicht aufgab und nicht auf die Knie ging. Diese Terminologie passt einfach zu gut zusammen, um nicht einen Zusammenhang zu bilden. Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Klick auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.